Auf zur nächsten Mission. Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Richtig. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Plan. Wir machen sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie genau? Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert. Vincenzo kennt den Plan. Okay. Wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon, Tom. Versuch vor allem, kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine. Aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Und was dann? Ich würde gerne in einem Stück zurück an Land kommen. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug. Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Was ist los, Tommy? Es wird nicht leicht, aber das schaffst du doch. Okay, ich mache es. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. Buona Fortuna, schmuggle dich auf den Raddampfer und töte den Stadtrat während seiner Rede. Das ist doch mal ein super Job, finde ich. Und der Don, der verkrümelt sich hier gleich mit den Wagen, nehme ich an. Ja. Winke, winke, Don. Ja, ist doch nichts weiter. Wir gehen auf den Dampfer, von dem wir nicht flüchten können. Da bin ich wieder, Ralfi. Und knallen den Stadtrat während seiner Rede ab. Was zur einmaligen Benutzung, weil wir noch nicht wissen, ob alles klappt. Oh, schick. Tommy, das ist gar kein Problem. Oh. Ich hätte da dieses kleine Gefährt. Oh. Liebt heutzutage. Oh. Zeig mal. Und recht solide. Schau mal, wie leicht man es knacken kann. Oh. Gute Idee, Ralfi. Das ist genau, wonach ich suche. Oh, ein Crusader Chromium Streak. Geil. Komm, bleib mal stehen hier. Ich will dir eine Karre entsorgen. Hallo? Ralfi? Junge, was säufst du denn weg? Du sitzt hier schon drei Flaschen leer neben sich. Ich würde gerne... Ja, genau. Ich wollte mit dir reden. So, wir hatten noch hier diesen Falconer, den will ich wegbringen da. Bringen. Das war jetzt gar nicht mit Absicht, aber passt ja gerade, das Stottern. Den Schubert können wir eigentlich auch mal entsorgen, finde ich. Tommy? Ralfi? Was ist das? Schubert 6 Rot ist das, ne? Ja, genau. Oh, schon ein Crusader, das ist ja geil. Crusader gibt es auch ein Lied von Christy Burke, das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Müsst ihr euch mal anschauen. Habe ich mir mal auf Gitarre angeguckt, ist ziemlich geil, dauert bloß ewig, bis man damit fertig ist, weil es 7 Minuten geht oder so, das Lied. So, und mit diesem schönen Auto würde ich sagen, bevor wir jetzt da rausdüsen, oder nein, ich düse noch raus und dann sage ich mal, mache ich hier einen Cut rein, weil ich jetzt schon wieder lang genug spiele und glaube, dass meine Platte bald voll ist. Und meine Stimme ist auch schon wieder am Arsch, von daher kommt jetzt der Ladebildschirm und dann, sage ich mal, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, vor allem sicherlich, vermutlich direkt in demselben Filmchen hier. Also,
Bis gleich, sicherlich, oder dann, oder was auch immer. Wir schmuggeln uns dann auf den Radar von Tönnies Stadtrat während seiner Rede. Alles klar, bis dann, meine Freunde. Salvatore! Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession bei Mafia mit mir, meine Freunde. Ja, ich habe schon eine Ewigkeit nicht mehr aufgenommen, muss ich mal so sagen. Und also bestimmt schon 2 Monate oder so, was einfach daran lag, dass ich massig viel auf Konserve aufgenommen hatte schon mal. Also ich hatte jetzt so viel auf Vorrat gehabt, dass ich wirklich jetzt 2 Monate oder so nicht mehr aufnehmen brauchte und die Folgen raushauen konnte ohne Ende die ganze Zeit. Dementsprechend habe ich jetzt aber auch das Problem, dass mein Gameplay ein bisschen scheiße sein kann, weil ich einfach raus bin aus dem Flow sozusagen, ne? Aber es ist schön, mal wieder Mafia zu spielen, habe ich wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Gut, das heißt lange nicht mehr, ich habe es gerade eben schon mal gemacht und bin bald vor Verzweiflung die Wände hochgestiegen, weil gerade alles scheiße war. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Hoffentlich werdet ihr es nicht sehen. Aber es war gerade alles scheiße. Alles war scheiße. So, ich hoffe mal, diesmal klappt es besser. Ich habe die Aufnahme einfach frustriert abgebrochen und jetzt nochmal neu angefangen, weil eigentlich wirklich alles scheiße war. Es war alles scheiße. So. Aber mit frischen Kräften geht es jetzt sofort nochmal los und ich hoffe, diesmal wird das alles funktionieren. Wir sollen ja den Stadtrat platt machen und das sollen wir machen auf dem tollen Raddampfer, während wir hier über das Wasser kutschen. Und ja, soll ja möglichst medienwirksam sein, deswegen direkt während seiner Rede werden wir den platt machen. Wir haben nur das Problem, dass wir erstmal keine Waffe haben werden, wenn wir auf das Schiff draufgehen. Die müssen wir uns dann an Bord irgendwie organisieren und das wird natürlich rein aus platztechnischen Gründen keine Thompson sein, sondern, man kann es sich schon denken, ein kleiner beschissener Revolver. So, dann wollen wir mal, Freunde, ne? Gut, also wie gesagt, ich weiß jetzt schon Bescheid, wie es aussieht hier. Ich werde jetzt aber trotzdem mal den üblichen Weg der Dinge gehen. Oha, eine offene Tür, das werden wir gleich noch erkunden. Ja, ja. Erstmal zu ihm. So ein Ärger. Herr Gorilla will uns nicht reinlassen. Die illustren Gäste haben leider auch keine für uns parat. Aber zum Glück haben wir hier ein offenes Hafengebäude, in das wir jetzt einfach mal reingehen werden. Da ist es. So, dann gucken wir mal. Tür offen, aber nichts zu holen. Tür offen, Treppe nach unten. Andere Tür zu. Also gehen wir nach unten, nehmen diese offene Tür. Noch eine Umkleidekabine mit Matrosenanzügen. So ein Glück. Was macht der Mafioso von Welt, wenn er irgendwo unerkannt rein muss auf ein Schiff und kein Ticket hat? Er zieht sich einen Matrosenanzug an. So, und unser Freund Gorilla hat schon wieder vergessen, dass wir gerade schon mal da waren mit unserer Fratze. Und deswegen lässt er uns jetzt einfach rein, nachdem er uns kontrolliert hat. So ein Glück aber auch. Alles klar. Gut, dass du kein Kurzzeitgedächtnis hast, mein Freund. So, damit haben wir schon den ersten Teil der Mission geschafft. Wir haben es aufs Schiff geschafft. Das ist schon mal ganz, ganz großes Kino. Aber jetzt kommt der eigentliche Spaß an der Mission. So kann die Musik dann endlich mal weggehen. Die nervt mich gerade ein bisschen. Was ist das hier eigentlich für einer? Der steht einfach da und guckt zu, okay. Ah, Stille. Happy Birthday to you. Gut, finde die Waffe, die Vincenzo auf dem Männerklo versteckt hat und macht den Stadtrat kalt. Ich weiß natürlich jetzt schon, weil ich wie gesagt schon gespielt habe, wo das Männerklo ist. Also gehe ich jetzt mal schnurstracks hin. Wir können uns ja gleich noch ein bisschen umschauen, denn wir werden feststellen, mal wieder typisch, dass mir das passiert. Die Tür ist zu und der Skipper hat den Schlüssel. Also müssen wir jetzt sowieso mal nach dem Skipper suchen. Ich weiß natürlich, wo der Skipper ist. Aber wir können jetzt trotzdem mal gucken gehen. Hier oben. So ein netter Kerl und so ein Pech. Hier, das ist unser Kontrollgorilla. Sein Sohn, der Stadtrat redet von Ordnung, aber selbst lässt er die Korken knallen. So einen Hund habe ich noch nie erlebt. Super. Kein Wunder, dass er Feinde hatte. War eine ganz tolle Idee, wird der Stadtrat bald auch so finden. Es soll ein Feuerwerk geben, weißt du wann? Ja, dann während der Rede des Stadtrats nehme ich so an. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert.
Darf ich die vakante Stelle am Piano besetzen? Lalala, klim, klim, klim. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Wir haben nichts mit dem Wetter zu essen umsonst. Ja, stimmt. Essen umsonst? Na, das ist doch was. So viele nette Leute. Oh, diese wahnsinnig vielfältigen Auswahloptionen hier, Dialogoptionen. Kümmer dich um deinen Kram. Ja, kümmer dich um deinen Kram. Das ist das Zimmer des Stadtrats. Tatsächlich ist es das. Hätte ich gar nicht gedacht bei den zwei Bimbos, die davor stehen. Gut, dann haben wir schon festgestellt, oben ist das ganze feine Volk und keine Bediensteten. Du sollst mich nicht ansprechen, weil ich das Team gesehen habe. Ja, nach unten hin gleicht sich das schon ein bisschen aus. Hier sitzen da auch noch ganz viele Leute. Und vor allem auch hier was Schönes zum Essen. Ups. Aber die Besatzung bekommt hier leider nichts. Sowas Gemeines, würde ich sagen, ne? Wenigstens gibt's was zu essen umsonst. Ja, für mich nicht, das ist das Blöde. Hier geht's auch nicht weiter. Bleibt nur noch eine Etage, das ist das Unterdeck. Und hier stellen wir fest, ganz viele Bedienstete. Die ganz normalen Matrosen. Für das Klo auf dem oberen Deck? Nee, der Schlüssel fürs vollgekotzte Klo. Den hat der Rettungsschwimmer. Der muss hier irgendwo sein. Nein, vollgekotzt. Tatsächlich, ist ja super. Ja, und da haben wir auch schon den Skipper, den Rettungsschwimmer, wie es hier genannt wurde. Hast du den Schlüssel zum Klo auf dem oberen Deck? Nerv mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Ey, geh mich nicht blöd an, Alter. Ich brauch den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst. Na klar. Heck auf dich. Putzen? Na klar, kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Er wartet im Heck auf mich? Was? Was ist denn das für ein Geruckel hier? Geht's wieder? Ja, nee, nicht so wirklich, ne? Na gut, wir haben den Schlüssel, wir wissen, wo das Klo ist. Wir müssen sauber machen. Wir müssen tatsächlich sauber machen. Ansonsten werden wir nämlich vom Skipper angeschissen. Zum Glück wissen wir, oder weiß ich, wo der Eimer dafür ist zum sauber machen. Der befindet sich hier auf dem Klo. Also nehmen wir den Eimer mit. Und dann geht's auf zum vollgekotzten Klo. Da konnte jemand mich an sich halten. Und wir müssen die Scheiße wegmachen. Beziehungsweise die Kotze. Wundervoll. Na dann mal ganz fix hier. Tür auf. Ganz herzallerliebst. Komm, mach sauber. Stinkt das. Boah, geh wir weg. Gut, haben wir es geschafft. Klo sauber, hat er schön gemacht, muss ich sagen. Und da haben wir auch unseren Colts Detective Special. Der Eimer ist auch weg. Ah ne, da ist er. Gut, Colt Detective Special, ne? Legen wir aber erstmal weg. Ach ja, Pfeifen, Hupen und die Hände leer machen war ja alles auf einer Taste, ich erinnere mich. Wundervoll. Was ist das für ein Gehacke hier? Das finde ich gerade sau uncool. Ich hoffe mal, es kriegt sich mal ein hier mit der Zeit. Ansonsten muss ich noch mal kurz unterbrechen. Denn das ist sau uncool. Ernsthaft. Da haben wir einen Skipper. Hier, dein Schlüssel. Siehst du, so einfach ist das. Ja. Nicht übel, du könntest eine Putzkolonne gründen. Klar. Und dich nehme ich als Wischmann. Blödes Gequatsche. Gut, dann können wir jetzt auch mal hier nach oben gehen. Denn wir wollen uns ja die tolle Rede vom Stadtrat anhören, wenn er dann irgendwann aus seinem blöden Büro rauskommt. Singt mal schneller, Freunde. Was ist denn das für ein Gehacke? Das ist so scheiße gerade. Aber natürlich, mache ich sofort. Ach, läuft wieder irgendwas im Hintergrund hier? Ich weiß es gar nicht so genau. Gut, ich mache mal eine ganz kurze Unterbrechung, bevor der Stadtrat kommt und schau mal, was hier los ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!